Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind im Moment ein bisschen in Kauflaune, würde ich sagen, oder? Wir sind in Kauflaune, ja. Meine letzten beiden Videos hatten mit einem komplett leer gekauften Kiosk zu tun. Ich hoffe, ihr habt die Videos gesehen. Wenn nicht, verlinke ich euch das in der Infobox. Einmal. Wir hatten diesen Kiosk leer gekauft. Das waren wir. Ach so. Und in diesem Video habe ich euch gefragt, ob ihr Bock darauf habt, dass wir öfter irgendwas leer kaufen. Und ihr solltet eure Ideen in die Kommentare schreiben. Und ihr wart so kreativ. Und daraus ist jetzt auch dieses Video entstanden. Denn jemand hat kommentiert, wir sollen einen kompletten Getränkeautomaten leer kaufen. Und das fand ich so eine coole Idee. Und das werden wir in diesem Video machen. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir wissen nämlich noch nicht, welchen Automaten. Aber wir finden schon irgendwo einen. Nur ein Automat sein. Ja, und ich habe meine Spardose geplündert und das ist mein Meister. Danke. Bitte. Ja, und zusätzlich zu Julians Spardose waren wir halt bei der Bank. Waren wir noch bei der Bank. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt, aber ich habe so ganz viele Rollen mit Kleingeld geholt. Es sieht mega wenig aus, aber das sind sage und schreibe 500 Euro in 50 Cent. 1 Euro und 2 Euro Stücken. So Leute, das ganze Geld ist jetzt gezählt. Alles zusammen, was hier liegt, macht ein Gesamtbudget von 632,90 Euro. Ich hoffe ganz schwer, dass am Ende da Geld übrig bleibt. Aber wir sollten damit auf jeden Fall den Getränkautomaten leer kaufen können, oder Juli? Damit kaufen wir uns 2 Automaten. Wieso haben wir uns keinen Automatenbesuch der Kartenzahlung akzeptiert? So, und so. Okay, einige Stunden später. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben sogar 2 Helfer dabei, die Jasmin und der Pascal. Der Julian und der Pascal, die sind jetzt hier eine Stunde lang den ganzen Flughafen abgegangen und haben einen Automaten gefunden. Jawohl. Ja. Seht ihr ihn? Da ist er. Oh, geil. Paprika-Chips. Oh, Bibi, das wird richtig. Guck mal, Kartenzahlung. Kartenzahlung ist erlaubt. Ja komm, den räumen wir jetzt leer. Okay, das... Boah, hier sind richtig... Wie viele Reihen gibt's da? Capri-Sonne. Bianca, wie viel Reihen? Oh, scheiße. Es gibt sogar nur Teller, dieses Brot. Ja, komm, okay, let's go. Tut mir leid, ich bin gestolpert. Ja, jetzt mach. Egal, was du da machst, es sieht irgendwie illegal aus. Dann heb mir doch mal das Kleinkind. Ja, ich heb auf. Da, jetzt, guck mal, da ist ein Loch drin. Ich hab Durst, jetzt gib mir erstmal was zu trinken. Guck mal. Jedes einzelne Ding einmal hier rein. Jetzt mach. Ja, dann mach doch, fang doch an mit den 2-Euro-Stücken, du Hong. Das ist aber, die Tüte ist gerissen. Dann ist doch egal. Bianca ist die erste Tüte runtergefallen. Guck mal, ich hätte gerne... Warte, lasst euch ein bisschen Zeit. Wir nehmen eh alles. Jetzt macht doch einfach. Eine Frage, habt ihr jetzt 7,30 Euro reingeschmissen? Und wenn ihr jetzt was drückt, gibt ihr euch das ganze Restgeld raus und ihr müsst wieder alles reinschmissen. Oh nein! Gut. Jetzt fang doch einfach an. Zieh dir ein Pickup da oben, keine Ahnung. Bitte warten. Warte, vielleicht speichert er das auch. Nein, der gibt das ganze Restgeld jetzt auf. Ich muss für jeden Artikel einzeln das Geld jetzt da reinwerfen. So, dann komm, dann pack hier schon mal unseren Vorrat rein. Stell dir mal vor, da hinten ist dann plötzlich jemand aus dem Lager und der räumt das dann direkt wieder. Alles wird automatisch nachgeschoben. Das ist den ganzen Tag. Wie können wir jetzt erstmal einen Wollwig holen? Was, wo ziehst du dir denn gerade was? Jetzt will ich unten erstmal ein Getränk. Hol doch das da unten erstmal raus, sonst geht die Klappe nachher nicht auf. Das ist eine unfassbar dumme Aktion, die hier gerade läuft. Boah, ich glaube, wir sind in 5 Stunden immer noch nicht fertig, weißt du das? Junge, wie viel sind da drin? Ja, die sind voll lecker, die sind Leibniz. Da links die Leibniz. Guck mal, ob da jetzt 2 rauskommen von den Leibniz. Doch. Nein, doch, guck mal, nicht. Das hängt doch so halb. Drück mal auf die 16. Ich hab richtig Spaß gerade. Oh, siehst du, wir haben noch 3! 4! 4 Stück! 60 mal 4 sind gemacht, jetzt ja! Oh, geil, Paprika-Chips. Zack, nur Traubenschorle. Warum nicht? Hm, lecker. Nein. Oh nein, sag jetzt nicht der Automat. Nein. Bitte warten. Ah, geht noch. Das kommt noch, Bruder. Alles gut. Oh Gott, Panik, ey. Jetzt sehen Sie eine Jasmin, die aus irgendwelchen Gründen den kompletten Snack- und Getränkeautomaten leerräumt. Ja, wir beobachten. Könnte das sein, dass die Jasmin ein Problem hat? Nee.
Also das würde ich jetzt nicht sagen. Leute! Der fährt durch, ganz klar. Julian 26 hat ein ganz großes Problem. Das Fach geht nicht mehr auf, weil wir vergessen haben, das zu lernen. Und da hier ist dein Wasser. Ich wollte ein stilles Wasser. Aber du hast dir das gezogen. Da ist auch stilles Wasser drin, also gib mir ein stilles Wasser. Hier ist das stille Wasser, Julian. Ich hoffe sehr, dass das Sicherheitspersonal davon nichts mitbekommt, was ihr gerade... Nein, nein, bitte nicht. Sag, dass das nicht wahr ist. Wenn das jetzt das Ende ist... Guck mal. Oh, die Jasmin hat es geschafft. 63. Hier sehen Sie eine Bianca. Oh, ich habe die 63 leer. Bianca hat die 63 geleert. Jetzt die 64. Wie viel Prozent ist gerade der Spaßfaktor? Ja. Halt doch mal den Mund, wenn ich jetzt hier gerade rede. Ist schon sehr hoch. Oh, nächstes Fach leer. Guckt euch das mal an, das ist doch nicht mehr normal. Habt ihr mitbekommen, wir haben hier eine Verstopfung? Wir haben vergessen, die Flaschen rauszuholen. Wir kriegen das Ding nicht mehr auf. Das ist nur die eine Flasche hier links. Scheiße. Leute, wir haben richtig krasse Probleme. Das M&M hier will nicht raus. Der Automat sagt einfach, die Reihe wäre leer. Oh, ah, ja. Oh, das war ein Tick. Habt ihr das gesehen? Schon. Oh, ah, das noch einmal voll. Haben wir es. Noch einmal, dann gibt er. Oh, yeah. Ja. Ja. Ah, jetzt. Ja. Ja, gibt er direkt zwei. So. Ein Teil der Ware ist beladen, haben wir im Kinderwagen transportiert. Gehen wir mal neue Ware holen. Wir haben die ganze Zeit Angst, dass uns irgendwer sieht, weil wir original so aussehen, als hätten wir irgendwie einen Kiosk ausgeraubt oder einen Supermarkt ausgeraubt. So, ach du Scheiße. Schätz mal bitte, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Boah, wir haben bestimmt zwei Stunden. Ja, so, wir haben den ganzen Automaten geleert. Und das lassen wir drin. Diese eine Beefy lassen wir nicht drin, aber die ziehe ich jetzt zusammen mit euch, weil wir irgendwann aufgehört haben zu filmen. Das war, pass auf. Unsere Hände sind so ekelhaft dreckig. Ja, das ist alles, was wir noch haben. Das ist komplett unser einziges Geld. Scheiße, gleich machen wir die Abrechnung. Ja, okay. Bianca, Bianca, der Moment, Auf. Okay, mach. Oh, mein Gott, das hat geklappt. Das wäre jetzt richtig dumm gewesen, wenn das hängen geblieben wäre. So, das allerletzte Beefy bleibt hängen. Krass, das Ding ist leer. Wir haben das ganze Auto schon beladen. Der Kinderwagen ist voll. Das Ding ist auch nochmal voll. Hier ist voll. Das ganze Auto ist voll. Mein Kopf ist auch voll Matsche gerade. Boah, okay. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nach Hause. Wir machen da die Abrechnung. Wir stellen mal alles auf und gucken mal, wie viel es jetzt wirklich ist. Okay. Und davon will ich ein Foto. Macht einen Screenshot von dem leeren Automaten. Das war bis oben hin voll. Was denkt sich wohl der Typ da morgen? Die Person, die das auffüllen muss. Entschuldigung, falls du das siehst. Sieht aus wie ein richtig illegaler Autokiosk. So, wir sind zu Hause angekommen. Der Pascal meinte, film unbedingt mit, wie du die Tür öffnest. Ich ahne schon, dass mir jetzt alles entgegenfallen wird. Und Action. Der Kofferraum ist auch noch voll. Die Bibi ist jetzt oben, die ist fix und fertig. Ich habe gesagt, komm, leg dich einfach schon mal hin. Und ich will das jetzt alles aus dem Auto holen und dir hinräumen. Und dann machen wir morgen mal die Abrechnung und gucken, wie viel Geld noch übrig ist. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie viel das jetzt hier gleich auf der Küchentheke ist. Zeitraffer beginnt jetzt. Ach du Scheiße. Hättet ihr gedacht, dass so viel in diesem Automaten drin war. Der war doch super klein, der Automat. Das ist doch nicht mehr normal. Okay, dann werde ich die jetzt alle mal richtig ordentlich einsortieren. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich jetzt damit beschäftigt war. Jetzt ohne Scheiß, locker eine Stunde warte ich so mal zurück, damit ihr seht, wie krass. Es kommt gar nicht so viel rüber. Es ist so unglaublich viel. Das war alles in diesem Automaten drin. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so krampfhaft sortiert habe. Ich wollte einfach irgendwie einen Überblick verschaffen. Naja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal ins Bett und bin mal sehr gespannt, was die Bibi dazu morgen sagt, wenn die hier runterkommt. Hallo, die Waldfee. Wir haben den nächsten Tag erstmal
Es ist so krank, Julian. Ich was bin denn? Heute Morgen ist da irgendwas anders? Ich bin sprachlos. Okay, also ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich glaube, alle wollen wissen, wie viel Geld haben wir jetzt genau ausgegeben. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gestern so mitbekommen hat. Das ist das einzige Restgeld, was von unseren 632,90 Euro. Genau, über 632,90 Euro übrig geblieben ist. Das sind nur noch 10 und 20 Cent Stücke. Und ich werde euch jetzt sagen, das sind 35,20 Euro. Sprich, wir haben ausgegeben 597,70 Euro. Ja. Das ist einfach. Ich muss sagen, das kommt echt schon an die Menge und Masse vom Kiosk ran. Und ich hätte gedacht, das ist deutlich weniger. Also ich muss sagen, klar, macht jetzt Sinn durch die Getränke. Ich musste das ja alles schleppen. Vom Gewicht her war es locker das Dreifache. Also wir haben es gestern Abend nochmal ausgerechnet. Wir haben über 2,5 Stunden gebraucht, um diesen Automaten leer zu räumen. Das war echt nicht mehr lustig. Nee, lustig war es nicht. Nee, also am Ende hat es wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Aber es ist eine abnormal crazy Situation gewesen. Okay, und wenn ihr wissen wollt, was mit diesen ganzen Sachen passiert, denn alleine essen tun wir das nicht. All das wird gespendet. Und wenn ihr wissen wollt, wo, wie, wo, was, warum, weshalb, warum, dann schaut unbedingt jetzt bei Julians Video vorbei. Der nimmt euch nämlich heute den Tag mit und wird euch zeigen, was mit dem Sachen passiert. Das heißt, ich kann das ganze Zeug gleich wieder wegschleppen. Genau, ja. Haben wir gut gemacht. Unbedingt vorbei. Und Juli, danke, weil er hat nämlich mein Video geschnitten. Ich danke. Schreibt Julia, das ist ein Ehrenmann, in die Kommentare. Ja, bitte. Sollen wir noch irgendwas leer kaufen? Ab damit in die Kommentare, wir sind sehr motiviert. Und, ja, und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass wir wieder irgendwas leer kaufen. Ja, ja. Weil, Also ich bin auch dafür, dass wir mal so einen Klamottenladen leer kaufen. Julian. Okay, also wenn ihr auch so kreative Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt ab zu Julians Video.